Forum Ernährung heute. Sachlich, informativ, am Punkt. Ja, herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von FEH Live im Talk. Heute widmen wir uns dem Thema Emotionen und Essen und damit auch den Fragen, ob wir wirklich bei Ärger, Frust, depressiven Verstimmungen, Stress, das Essen oder mit dem Essen die Emotionen regulieren können, wo das Potenzial vom Genuss liegt und wo auch die Grenze zu den Essstörungen verläuft. Ich bin Marlies Gruber, Geschäftsführerin des Forum Ernährung heute und freue mich, zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Zu meiner Linken Gabriele Haselberger, sie ist Psychotherapeutin und Skills-Trainerin in eigener Praxis und war jahrelang beim SOWOT-Kompetenzzentrum und beim Antakt-Therapiezentrum, beides Institutionen für Menschen mit Essstörungen. Herzlich willkommen. Und Christoph Klotter, er ist Professor an der Hochschule Fulda für Gesundheitsförderung und Ernährungspsychologie und ebenfalls Psychotherapeut. Ebenfalls herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch Zeit habt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, kommen wir zur allgemeinen Verbindung von Essen und Emotionen. Es ist ja so, dass wir in der heutigen Zeit des Überflusses ja nicht mehr aufgrund von physiologischen Notwendigkeiten oft essen, also nicht unbedingt aufgrund von Hunger, sondern weil wir Langeweile haben, weil wir uns mit Freunden zusammensetzen, einen schönen Abend machen wollen, weil wir vielleicht Frust kompensieren wollen und damit in die Naschschale greifen. Ja, es gibt viele Gründe, um sozusagen auch unsere Stimmung zu heben. Wie entsteht denn diese Verbindung zwischen Essen und Emotion und wie ist eigentlich das emotionsregulierende Essen definiert? Vielleicht an Sie, Herr Professor Klotter. Also, die Urerfahrung des Menschen, wenn er ein Baby ist, er wird gestillt. Und da ist die Urerfahrung, dass das Geliebtwerden, das Gestilltwerden genau das Gleiche ist. Es gibt nichts Schöneres, als ein Kind zu sehen, das gestillt worden ist und dann so zufrieden lächelt. Für das Kind ist sozusagen das Geliebtwerden und das Gestilltwerden das Gleiche. Das ist eine Urerfahrung. Und erst später trennt sich das, wo dann das Kind kapiert, okay, Essen ist was das eine, aber sozusagen Geliebtwerden ist das andere, aber das kommt später. Insofern ist es sozusagen immer erstmal das Gleiche. Und wenn Menschen zum Beispiel zu wenig geliebt worden sind, werden sie ihr Leben lang sozusagen mehr essen als Kompensation. Das ist ganz, ganz klar. Und dabei will die Gabriele Haselberger was sagen? Gerne. Naja, es ist halt viel mit der Emotionsregulation zu tun, wie der Herr Kollege Klotter schon gesagt hat, wenn ein Kind oder ein Heranwachsender gelernt hat, seine Emotionen, also sagen wir so, wenn er weniger Möglichkeiten hat, seine Emotionen zu regulieren, außer nur mit dem Essen, ist das auf Dauer einfach schwierig und die Bewältigung, also die Strategien, um mit Emotionen oder mit überbordenden Gefühlen zurechtzukommen, verengern sich einfach ein. Daher ist natürlich das Essen ist einfach etwas oder die Nahrungsmittel sind etwas, was einfach sehr leicht zur Verfügung steht und im Moment ist es ja auch so, dass das allgegenwärtig ist. Ja, es wird beworben, es wird darüber geschrieben, es gibt ganz viele Apps zu dem Thema. Also das ist etwas, was sofort zur Verfügung steht, als etwas, wo man vielleicht mit Emotionen anders umgeht, ja, auch zu lernen, dass sie vergehen können, dass sie abflauen können, dass was anderes wieder möglich ist. Darf ich das ergänzen? Entschuldigung, ja. Nicht Entschuldigung. Also die Neurowissenschaften sagen, dass wir sozusagen bestimmt sind durch das limbische System, einer der ältesten Gehirnregionen. Das limbische System verlangt bedingungslos Belohnung. Und in der Überflussgesellschaft, die wir seit 200 Jahren haben, ist das Essen die einfachste Form der Belohnung. Mit dem Partner, mit der Partnerin kann es Konflikte geben, mit dem Kühlschrank nicht. Dementsprechend greife ich, wenn ich mich belohnen will, einfach während ich jetzt hier spreche, greife ich unauffällig rechts in meine Tüte und hole ein paar Chipkosen und esse die. Das ist ganz einfach und ist sozusagen die einfachste Form der Belohnung. Und gibt es hier Unterschiede, wer mehr zu emotionalen Essen neigt und wer weniger? Also wenn man jetzt da
da sind sie mehr die Fachkräfte, aber in der populären Wahrnehmung ist es ja doch so, dass Männer wahrscheinlich oftmals weniger gut mit Emotionen auch umgehen können oder sie vielleicht anders verarbeiten. Sind die eher anfällig für emotionales Essen oder ist es geschlechtsunabhängig oder ist es auch eine Frage des Alters, wenn man einfach Lebenserfahrung sammelt? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Gabriele Hasselberger, wollen Sie oder soll ich? Machen Sie mal, ich ergänze dann, wenn es notwendig ist. Alles klar. Es ist nicht geschlechtsspezifisch, sondern es ist sozusagen problemspezifisch. Wenn ich Probleme habe, kann ich die mit dem Essen wegessen. Essen ist sozusagen der zentrale Emotionsmanager. Ich kann ein Beispiel aus einer Therapie erzählen. Da kommt eine Frau wegen ihres Sohnes zu mir in Therapie, der hat Schulprobleme etc. Und nach einigen Wochen, vielen Wochen, wird es auch einmal ganz klar, dass sie Schwierigkeiten in der Ehe hat. Die war am Anfang ganz vorbildlich vorgestellt. Auf einmal wird klar, die Ehe ist in extremen Schwierigkeiten. Und was macht der Mann? Er bringt ihr immer die Süßigkeit mit, auf die sie nicht verzichten kann. Und sie nimmt innerhalb der Therapie extrem zu. Das heißt, sie versucht sozusagen die Ehekrise zu lösen, indem sie wahnsinnig viel isst und so den Wut weg isst. Und das sozusagen das ja, ein Beispiel dafür, wie wir Essen benutzen können. Darf ich was ergänzen? Sehr gerne. Okay. Das heißt, da geht es natürlich viel darum, dass man Gefühle nicht aushalten will, mag oder bestimmte Dinge nicht wahrhaben möchte. Also das heißt, ich deck's mit Essen zu. Und darum, da geht also... was natürlich auch ganz, wo es um frühkindliche Erfahrungen geht, auch wenn man es nicht gelernt hat, wie ich anders mit Emotionen umgehen kann. Ja. Und ich glaube auch, dass das also nicht wirklich unterschiedlich ist. Prinzipiell glaube ich, dass Frauen möglicherweise mehr davon betroffen sind, weil die, dass es bei den Essstörungen mehr Frauen sind als Männer. Männer, glaube ich, kompensieren anders, ist meine Vermutung. Und sie lassen es vielleicht weniger zu, dass sie mit Gefühlen in Kontakt sind. Sie gehen dann eher dahingehend, dass sie vielleicht mehr arbeiten, ja, und über das Arbeiten mehr kompensieren. Und ich glaube auch, ein ganz wichtiger Faktor ist, wie gehen Menschen mit Stress um? Und das hat der Herr Kollege Klotter ja schon sehr gut formuliert. Wenn der Stresspegel sehr hoch ist, dann neigt man auch dazu, etwas zu lösen, ja, damit wieder Entspannung kommt. Und da ist halt das Essen, sage ich einmal, etwas, was am meisten oder am schnellsten zur Verfügung ist. Oder wenn ich jemanden fütter, ne? Also das ist ja ein wunderbares Beispiel. Also aus meiner Praxis heraus, ich kenne eine Dame, die sehr viel gearbeitet hat und am Abend dann das alles, die sozusagen nur gegessen hat, um dann wieder runterzukommen. Ja? Und die oft dann aufgewacht ist, in der Früh auf der Couch liegend mit einem Haufen von Papierln um sich herum. Ja? Also die das auch nicht stoppen konnte. Ich würde es geschlechtsspezifisch noch ein bisschen verlängern. Frauen sind mehr unterworfen dem rigiden Schlankheitsideal und sie versuchen sozusagen, das Schlankheitsideal zu erreichen. Und in dem Augenblick, wo ich versuche, sozusagen superschlank zu sein, gibt es Essdurchbrüche. Sozusagen das superschlank sein wollen ist verbunden, dass ich das nicht schaffe. Und dann gibt es die Essattacken. Insofern sind sozusagen Essstörungen ja geschlechtsspezifischer und Frauen leiden eher unter Essstörungen als Männer. Kommen wir mal zu den Essstörungen, vielleicht ein bisschen später. Ich würde noch ganz gerne das Stichwort Stress aufgreifen. Da haben wir doch auch die Beobachtung, dass die einen bei Stress irrsinnig viel essen oder einfach zu mehr Essen tendieren und andere Menschen wiederum, wenn sie einen Stress haben, eigentlich ganz aufs Essen verzichten oder nahezu darauf vergessen. Woran liegt das, dass da die einen offenbar kompensieren und andere ganz ins Gegenteil umschlagen? Also Sie haben vollkommen recht. Es gibt wirklich zwei Gruppen. Also das hat Corona auch gezeigt, Covid-19, dass in den Lockdowns die Hälfte der Bevölkerung angefangen hat, sehr viel zu essen. Und die andere Hälfte der Bevölkerung konnte nicht mehr essen. War sozusagen, der Stress war so hoch, dass sie überhaupt keinen Hunger mehr hatten.
Ich gehöre zur zweiten Gruppe. Ich habe abgenommen in der Zeit von Corona, weil es einfach, ich kein Hunger mehr habe. Ich muss mich zwingen zu essen. Ich muss sagen, jetzt ist Frühstück, jetzt esse ich. Das kann man sozusagen, das ist nur deskriptiv beschreiben. Man kann das nicht erklären, warum die Menschen so unterschiedlich reagieren. Gabriele, ja? Nein, ich wollte auch noch also sagen, das hat natürlich auch mit dem Cortisolspiegel zu tun und mit dem Blutzuckerspiegel, wie das zusammenspielt, hat ganz viel mit neurophysiologischem Zusammenspiel zu tun. Und gleichzeitig gibt es da ein, warum das so, also warum jemand genau so reagiert und nicht anders, ist jetzt nicht erklärbar. Das hat viel auch mit biologischen Faktoren zu tun, auch mit genetischen. Was ja schon auch noch gleich zu sein scheint, ist, dass bei vielen, wenn es ums emotionale Essen geht, ja dann eher auf hochkalorische Lebensmittel gegriffen wird. Es ist ja nicht so, dass die dann zum Gemüsesticks-Essen anfangen. Woran liegt denn das? Na, wir haben eine genetische Programmierung, esse so viel du kannst, als verfügbar. Die ganze Menschheitsgeschichte ist bestimmt von einem Thema, dem Hunger und der Hungersnot. Es gibt bis vor 200 Jahren keine Generation, die den Hunger nicht erfahren hat und auch die Hungertoten nicht erfahren hat. Und diese genetische Programmierung ist sozusagen eine Überlebensstrategie, esse so viel du kannst, falls verfügbar. Und in der Überflussgesellschaft wird natürlich diese genetische Programmierung dysfunktional und trotzdem haben wir die noch. Und deshalb greifen wir zu Fettem und zu Süßem, um zu überleben. Und es kommt hinzu, dass es natürlich auch gesellschaftstypische Dinge gibt, weil zum Beispiel genau für diese Nahrungsmittel wird einfach sehr viel geworben. Und es wird mit ganz vielen positiven Bildern dazu geworben. Das heißt, es ist einfach, wie soll ich sagen, du isst ja nicht nur das, du isst ja mehr als nur das Nahrungsmittel, du isst auch das Bild dazu. Das ist das eine. Und das andere ist, dass aufgrund von Zucker und Fett ganz schnell ganz viel Energie zur Verfügung ist. Ich möchte dem nur ein bisschen entgegenhalten, ja? Dass es gibt gerade einen gesellschaftlichen Trend hin zu weniger Zucker. Auf der internationalen Süßwarenmesse in Köln vor 2 Jahren gab es fast kein Produkt, wo nicht drauf stand, Zucker reduziert. Das heißt, genau. Wir leben sozusagen in einer Gesellschaft, die langsam Abstand nimmt von dem Zucker, ganz eindeutig. Jein, weil es ist auch so, dass genau aufgrund dessen, was ist gesund und was ist ungesund, auf diese sehr Wert zu legen auf diese Unterscheidung, natürlich dann auch anderes sozusagen befeuert wird. Ja, die Unterscheidung zwischen gesund und ungesund, gerade bei einzelnen Lebensmitteln, ist ja sehr, sehr schwierig. Ne? Ja, es ja nur gesunde und ungesunde Ernährungsweisen in Summe gibt, aber kein einzelnes Produkt, das für sich jetzt das weder das eine noch das andere wirklich in Anspruch nehmen kann. Was mich ja noch interessieren würde, ist, auch wenn wir jetzt sagen, wir haben in fertigen Produkten weniger Zucker drinnen und ich habe so dieses Craving und ich will wirklich meine Emotionen mit dem Essen regulieren, greife ich dann zu den gleichen Produkten oder suche ich mir Ersatzprodukte, die dann trotzdem wieder mehr Energie liefern? Also wir müssen erstmal festhalten, dass Essverhalten, wie die Neurowissenschaften feststellen, zu 80% unbewusst und emotional ist. Und das limbische System verlangt, das ist die wichtigste Form der Belohnung, dass wir sozusagen die Gewohnheiten aufrechterhalten. Wenn ich in den Supermarkt gehe, wähle ich immer nur zwischen 2 Joghurts aus und nicht zwischen den 50, die da stehen. Das heißt, die stärkste Form der Belohnung ist, immer das Gleiche zu essen. Deswegen ist es ja auch hier nicht schwierig, das Essverhalten zu ändern. Ne? Deshalb ist es sehr schwierig, das Essverhalten zu ändern. Auch die Neurowissenschaften sagen, Verhaltensänderung gelingt nur in 1 bis 2 Jahren, extrem mühselig und es gelingt nur in Begleitung. Das heißt, wenn ich so Therapie mache oder wenn ich Beratung mache, frage ich die Menschen immer, wer kann sie in ihrem Alltag begleiten? Und ich sage ihnen auch, es dauert lange. Also die 6 Wochen Gewichtsreduktionskursgeschichte funktioniert überhaupt nicht.
Wir brauchen dafür unglaublich viel Zeit und wir müssen mit Rückschlägen rechnen. Das ist ein schwieriges Abenteuer, was nicht immer zu bestehen ist. Ja, darüber haben wir sogar in unserem letzten Talk Nummer 19 gesprochen, über das Abnehmen und wie das gegebenenfalls funktionieren kann und ob man sich das wirklich auch, diesen Versuch startet, ne, und den Go for it sozusagen gibt und wirklich alles gibt. Ich würde nochmal gerne zurückkommen, wenn man diesen Kreislauf starten, den Sie, Professor Klotter, gerade vorhin skizziert gehabt haben, wenn man über das Überessen beim emotionalen Essen, dann aber auch also diese Essattacke oder diesen Essdurchbruch hat und diesen Kreislauf mit dem restriktiven Essen auch initiieren. Wo ist sozusagen die Linie, wo man sagt, das ist ganz normal, und wo greift es dann eigentlich schon in Richtung Essstörung? Also ich finde wichtig, zu mir zu sagen oder den anderen zu sagen, zum Essen gehört die Sünde mit dazu. Und wenn ich zwanghaft esse, tendiere ich zu Essdurchbrüchen. Stephen Bradman, der den Begriff Orthorexia nervosa geprägt hat, übermäßig gesundheitsbewusstes Essen, hat es im eigenen Leib erfahren. Er hat angefangen, sozusagen eine extrem zwanghafte Esskultur zu entwickeln. Er hat damit sozusagen alle Freunde verloren, weil er nur noch das eine essen wollte. Und er war dann am Rande des sich Umbringens. Und weil er einfach sozusagen durch das übermäßig gesundheitsbewusste Essen hat er selbst für sich Essdurchbrüche geschaffen. Nur durch ein Wunder hat er überlebt. Dementsprechend würde ich immer dafür plädieren, zum Essen gehört die Sünde dazu. Und wir können auch sozusagen auch mal dann naschen oder ein Glas Wein trinken, was auch immer. Wenn wir rigide sind, dann verlieren wir uns. Darf ich was ergänzen? Gerne. Unbedingt. Wobei, bei einer Essstörung kommen ja verschiedene Komponenten dazu. Das Essverhalten ist im Grunde genommen ja nur das Symptom. Das heißt, wenn es eben zum einen so rigide wird, wie der Herr Professor Klotter schon angeführt hat, ist ein Kriterium. Und es kommen noch andere Kriterien hinzu, dass meine Gedanken darum kreisen, dass ich mein Gewicht kontrolliere, dass, sage ich mal, Bewältigungsstrategien von Emotionen nur mal mit dem Essen beantwortet werden, also wenn keine anderen Möglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Wenn die Gedanken über mein Aussehen mich regelmäßig bewegen und ich mich kontrolliere, also damit eine Essstörung entsteht, braucht es verschiedenste Komponenten, damit das ein krankhaftes Essverhalten wird. Nichtsdestotrotz ist natürlich das rigide, eine rigide Esskultur, also oder Nahrungszufuhr ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium, das stimmt. Aber es gibt ja auch bei den Essstörungen verschiedene Ausprägungen, also wie zum Beispiel eben die Anorexie, wo es auch darum geht, Gefühle zu kontrollieren oder nicht mehr zu spüren. Also weil das Essen kann ich kontrollieren. Ich kann meine Gefühle und meine Beziehungen und meine Umwelt kann ich nicht kontrollieren. Aber ich kann das kontrollieren, was ich zu mir nehme. Es ist bei der Bulimie anders, ja, wo es aber auch um die Regulation von Emotionen gehen, wenn es geht. Ich würde gerne Gabriele Haselberger ergänzen. Bitte. Es gibt den Begriff der ethnischen Störung, das sozusagen eine bestimmte Kulturstörung begünstigt. Und das ist ganz klar, die Anorexia nervosa ist nur eine kleine Überspitzung des Models auf dem Laufsteg. Das heißt, im Grunde ist die Anorexia nervosa, die Magersucht, ein Ideal unserer Gesellschaft. Bulimia nervosa, sozusagen, wo ich Essdurchbrüche habe und nachher mich erbreche oder was auch immer mache, wäre sozusagen auch dem Ideal unserer Gesellschaft entsprechend der Selbstkontrolle nach außen zeigend. Das sind also ethnische Störungen. Und ich würde nur noch zu Anorexia nervosa sagen, sozusagen diese in Anführungszeichen Sucht, das Essen zu kontrollieren, ist ein Versuch, autonom zu sein, weil ich sozusagen mit jemand anderem noch verwoben bin. Ein Beispiel aus einer Therapie mit einer Anorektikerin. In der zweiten Stunde der probatorischen Sitzung, also sozusagen der Sitzung, wo geschaut wird, ob es überhaupt möglich ist, zusammen da was zu machen, erzählt sie einen Traum. Sie kommt mit ihrer Mutter, mit der, was es sozusagen symbiotisch verwoben, der Traum lautet, ich komme mit meiner Mutter zu Ihnen. Wir sind Wirwölfe, aber
Sie verstehen unsere Sprache. Das heißt, sie kommt symbiotisch mit ihrer Mutter in die Therapie. Das ist ganz klar. Und die, ja, okay, den Verlauf schildere ich jetzt nicht, aber sozusagen es ist klar, dass das symbiotische Verwobensein mit der Mutter bedingt, dass sie versucht, autonom zu sein über die Magersucht. Genau. Habe ich jetzt alle erschlagen? Nein. Alles gut. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also bei der Anorexie geht es ganz viel um Autonomieprozesse und diese Bestrebung, mich unabhängig zu machen und gleichzeitig aber auch nicht, also bestimmen zu wollen, aber nicht gleichzeitig auch nicht bestimmen zu können. Also weil das ja oft, gerade bei der Anorexie beginnt das oft sehr jung. Also wir haben in der Hotline für Essstörungen oft Mütter, die anrufen, dass schon 12-Jährige, 11-Jährige an einer Anorexie erkrankt sind. Und gerade in Corona-Zeiten war das so, also dass manche Mädchen begonnen haben, unabhängig zu sein, sich vom Familienverbund zu lösen, Eigenes zu finden. Dann kam Corona und alles ist weggebrochen. Und sie sind wieder zurückgekehrt in den familiären Bezugsrahmen sozusagen. Und da begann dann auch diese Essstörung. Und bei der Bulimie ist es dann oft anders, also wo bereits bestimmte, also man sagt, die brechen dann, also beginnen oft eher in Zeiten, wo es um, was weiß ich, mit 18, 19, also etwas später, wo es bereits eine gewisse Autonomie, Selbstbestimmung gibt und gleichzeitig es wieder darum geht, das zu erweitern und wo eben auf der einen Seite diese Selbstkontrolle, also das Bild, das ich nach außen trage, dieses ideale Ich, um die Erwartungen zu erfüllen, die von außen, wo ich glaube, dass die von außen an mich herangetragen werden. Und gleichzeitig gibt es das Ich, das sie ablehnen, das dann über diese gegensteuernden Maßnahmen sozusagen, wie zum Beispiel das Erbrechen, ins Klo gespült werden, ja, die ich wegmachen will. Und dazu gehört zum Beispiel auch dann genau in diesen Phasen ungesunde Dinge zu essen, die fetthaltig sind, irrsinnig zuckerhaltig, viele Kalorien haben, wo sie das alles in sich hineinstopfen. Also eine Klientin hat das einmal beschrieben, mein maßloses Ich, das ich weghaben will, nicht? Das ist auch mit Schuld und Scham besetzt, das wird versteckt. Hansenberger, wer kommt bei Ihnen am häufigsten, wer meldet sich am häufigsten, Anorektikerin oder Bulimikerinnen? Es hängt davon ab, also in die Praxis kommen eher Menschen, die an Bulimie erkrankt sind, an der Hotline für Essstörungen rufen oft das dann Angehörige an, deren Kinder an Anorexie erkrankt sind, weil gerade bei Magersucht ist halt die Krankheitseinsicht. Es dauert einfach, weil der Leidensdruck nicht so groß ist. Das ist halt bei Menschen, die an Bulimie erkrankt sind, größer, weil das wahnsinnig anstrengend ist. Ähnlich bei Menschen, die an Binge-Eating-Disorder erkranken, weil da oft, da wird das oft nicht verstanden, dass das tatsächlich eine Essstörung ist, sondern die kommen dann oft sehr spät, aber da ist der Leidensdruck sehr groß, weil dazu kommt noch, weil die ja oft mehrgewichtig sind, von außen dann Mobbing, dass die abnehmen sollten und was sie denn tun. Und das befeuert natürlich dann auch noch Essattacken, weil dann oft auch noch verbunden ist mit Komorbiditäten wie Depressionen, Angstzustände und so weiter. Also das darf man nicht vergessen. Also Essstörung ist tatsächlich eine schwierige, schwerwiegende psychische Erkrankung. Wir haben ja gerade auf deiner Seite haben Sie, Professor Klotter, gesagt, zum Essen gehört ja auch die Sünde auf jeden Fall dazu oder zu einem normalen, nicht zwanghaften Essen. Und umgekehrt ist das Genießen oder das Essen von hochkalorischen Lebensmitteln oft auch mit Schuld und Scham irgendwie verbunden. Wie lässt sich denn da einen normalen Zugang entwickeln? Na, ich würde sagen, Schuld und Scham ja, aber es ist auch zugleich Trotz. Das heißt, es gibt ja sozusagen die Idee, alle Menschen müssen sich gesund ernähren, damit sie leistungsstark sind. Und genau dieser Eingriff des Staates in den individuellen Körper löst Trotz aus. Ich lasse mich nicht regulieren und dementsprechend esse ich die hochkalorischen Dinge und bin ganz stolz darauf, dass ich es tue.
Das heißt, es gibt sozusagen da einen Eingriff, der nicht geduldet wird. Seit 200 Jahren definieren wir das Essen als etwas Privates, genauso wie die Sexualität. Und da darf sich niemand einmischen. Stellen Sie sich vor, eine Krankenversicherung gibt Bonuspunkte, wenn dreimal in der Woche Sex gemacht wird und es auch dokumentierbar ist. Und analog ist es mit dem Essen. Und das darf, genau das wollen sich die Menschen nicht gefallen lassen. Und dementsprechend ist sozusagen das Überessen auch eine Trotzreaktion auf die Reglementierung des Essens. Die Empfehlung für auf gesundheitspolitischer Sicht wäre demnach intuitiv essen lassen und genießen lernen. Exakt. Die Neurowissenschaften sagen, wenn der Begriff Gesundheit fällt, dreht das Gehirn durch. Die Cortex dreht durch. Weil die Menschen, die gesund sind, haben Angst, krank zu werden. Und diejenigen, die krank sind, haben Angst, noch kränker zu werden. Also der Begriff gesunde Ernährung löst kortikal nur die nackte Angst aus und es wird alles ignoriert. Das heißt, es ist eigentlich kontraproduktiv, weil ja Angst dann ja auch wieder mit mehr Essen verbunden ist, oder? Exakt. Ich esse meine Angst weg. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir sozusagen Essen kommunikativ transportieren. Die rationalen Appelle nützen nichts. Die Ernährungsempfehlungen nützen nichts. Ja, das habe ich auch gemeint. Also diese Einteilung gesund und ungesund, also oft hilft es auch ausgewogen zum Beispiel zu sagen. Ne? Auf jeden Fall, das ist auch ganz unsere Linie. Aber das heißt, genau, wir müssen eigentlich weg, mehr hin zwar zum emotionalen Zugang, aber zu den positiven Emotionen mit dem Essen. Genau. Ja. Also ein Beispiel, eine Schule in Fulda, wo ich gerufen worden bin, da habe ich nicht gesunde Ernährung gesagt, sondern der Titel lautete Kraftstoff zum Tanken. Super. Und Kraftstoff zum Tanken hat, da wurde uns die Bude eingerannt. Also eben genau nicht gesunde Ernährung, sondern Kraftstoff zum Tanken. Und das hat funktioniert. Ja. Also in Jugendzentren zum Beispiel, wo wir auch immer wieder Workshops machen, die arbeiten dann oft so, dass die Kinder, was ich wirklich lernen, auch Pflanzen zu setzen, also zu lernen, wie das ist, wenn was wächst, was sie machen müssen und wie das dann schmeckt. Ja, da geht es ganz viel auch um verschiedene Geschmäcker zu erleben. Genau, und es muss. Ja, bitte. Na, sagen Sie noch. Das Essen muss zum Abenteuer werden. Ja. Dafür gibt es einen Begriff Food Literacy, eine lustvolle Ernährungskompetenz. Mhm. Wiederfinden der sozusagen der Wertschöpfungskette. Vor 100 Jahren waren 80% in Österreich und in Deutschland Bauern. Heute sind es weniger als 5%. Dementsprechend müssen wir Zugang finden, wo kommen die Lebensmittel her? Was macht der Klimawandel mit den Lebensmitteln? Dass wir einfach sozusagen aus dem Essen eine lustvolle Ernährungskompetenz machen. Ja, und auch, dass es was Gemeinsames sein kann, ja. Also wo man gemeinsam miteinander isst, das ist natürlich für viele Familien manchmal schwer umzusetzen, weil die meisten, wo alle, also wie soll ich sagen, arbeiten alle, ja. Und viele Kinder, die ernähren sich halt dann irgendwie. Und das geht jetzt nicht darum, dass Frauen wieder zurück an den Herd müssen, überhaupt nicht. Ach nicht, warum nicht? Schade. Wir sind in einer anderen Diskussion. Das war ein Witz, das war nicht ernst. Also wo es auch darum geht, diese Esskultur wieder zu erneuern, ja. Und da möglichst, wie soll ich sagen, spannungsfrei. Weil natürlich, also zu den Essstörungen, natürlich, ich weiß, dass viele Betroffene gemeinsames Essen ist für manche Katastrophe, ja. Also für mich ist nichts Schöneres, als gemeinsam Abend zu kochen. Das heißt, in der ganzen Menschheitsgeschichte ist das Essen der Ort des sozialen Zusammenseins. Mhm. Also eine Familie muss zusammen kochen und essen, ein Freundeskreis muss zusammen kochen und essen. Und wenn die Familie nicht zusammen isst, dann ist es keine Familie. Also ja, gibt ja auch die Gelegenheit zum Austausch, das gemeinsame Essen. Wir kommen schon zum Schluss unserer heutigen Runde. Ich finde, es sind jetzt noch wunderbare Statements gefallen mit der lustvollen Ernährungskompetenz und eine neue Esskultur schaffen, die eigentlich auch die positiven Emotionen hineinzubringen. Vielleicht noch die drei wichtigsten Tipps, wie ich sonst mit emotionalen
Essen umgehen kann oder wie ich mich selbst davor schützen kann, eine Essstörung zu entwickeln? Ich würde vorschlagen, dass jeder Mensch ein Selbstexperiment macht. Auf 4 Wochen, was esse ich wann? Was bekommt mir? Warum esse ich? Und wenn ich sozusagen das Essen als Verstärkung nutze, wie kann ich mich alternativ verstärken? Wie kann ich anstelle zum Kühlschrank zu rennen, ich kann mich hinlegen, Musik hören, ich kann spazieren gehen, ich kann mit einem Freund Kaffee trinken gehen, einfach alternative Formen der Belohnung entwickeln und nicht nur auf das Essen rekurrieren. Frau Hasselberger, jetzt sind Sie dran. Kann ich auf fast nichts mehr hinzufügen, was Sie gesagt haben. Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist wirklich, wenn ich, habe ich Hunger oder habe ich Appetit? Einmal, das ist sozusagen so was Grundlegendes. Wenn ich Appetit habe, kommt, also was war vorher? Also in diese Achtsamkeit zu gehen, was für Emotion ist da? Ist das wirklich so, dass ich die mit Hunger, also mit Essen stillen kann oder gibt es Alternativen dazu? Und da eben wieder das aufzumachen, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, wie ich mein Gefühl ausdrücken kann, beziehungsweise wie ich mich beruhigen kann. Ich glaube, es geht ganz viel auch, wie kann ich mich beruhigen, wie kann ich lernen, wieder anders mit Stress umzugehen, ja. In der Achtsamkeit lernt man nicht, also es gibt den Reiz, es gibt einen Raum zwischen Reiz und Reaktion, das heißt, mal stoppen, durchatmen und schauen, wo bin ich, wo stehe ich, wie spürt sich das an, muss ich dann trotzdem essen oder kann ich was anderes machen? Ich glaube, es geht viel um das, um diese innere Achtsamkeit zu entwickeln. Ich hätte es besser nicht formulieren können. Das ist wunderbar, wir sind auf dem Weg zum Genießen als Lösungsmittel, mehr oder weniger. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch heute und ja, vielen Dank für die Zeit. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wenn Sie beim nächsten Mal dabei sein wollen, dann geht es am 29. November um Sport und Ernährung, um die Supplementierung. Sind Nahrungsergänzungsmittel notwendig oder nicht? Da reden wir mit Alexander Pürzel, er ist Sportwissenschaftler, und Judith Haudum von der Universität in Salzburg. Ja, ansonsten darf ich noch auf unseren Newsletter hinweisen. Wenn Sie up-to-date sein wollen, einmal im Monat verschicken wir einen umfassenden Newsletter. Bitte anmelden unter forum-ernährung.at/newsletter. Und ansonsten sage ich nochmal herzlichen Dank und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.